Hi Leute, heute teste ich mal wieder ein paar Produkte von Trended ab und zwar aus der neuen Frühjahr- und Sommerkollektion. Ich habe da nämlich ein kleines Paket bekommen und sehr, sehr gerne möchte ich diese Produkte ausprobieren. Die sprechen mich sehr an und ich finde sie sehr cool, weil es ein bisschen bunt ist, mal was anderes, nicht nur nude. Und deswegen freue ich mich umso mehr drauf. Falls ihr mein Neuheitentestvideo aus der Wintersaison sehen wollt, also Herbst, Winter, dann werde ich es euch unten in die Infobox verlinken. Da waren auch ein paar sehr, sehr coole Produkte dabei. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich los mit dem Live-Test. Heute starte ich ausnahmsweise mal mit den Lippen, bevor ich das Augen-Make-up mache, denn ich habe ein paar Lippenstifte hier in diesem Paket gehabt und ich möchte das Ganze auf den Lippen swatchen und ich glaube, das irritiert dann einfach, wenn das Augen-Make-up vielleicht nicht unbedingt zur Farbe der Lippen passt. Aber vorher habe ich hier ein Lip Scrub und zwar den Let's Kiss Lip Scrub und zwar in einer praktischen Lippenstiftform, was ich sehr, sehr cool finde. Und das Ganze riecht so ein bisschen süßlich. Es soll nach Drachenfrucht riechen und es sieht auch so ziemlich danach aus mit diesen kleinen schwarzen Pünktchen. Und das werden wir jetzt gleich mal austesten. Also dieser Lip Scrub hat hier praktisch so kleine Körnchen mit drin. Und wenn man hier so über die Lippen drüber geht, dann peelt es einfach die Lippen. Das finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen, weil es nicht so eine Sauerei ist. Also viele Lippen-Scrubs kommen ja in so einem Pfännchen, wo man dann mit dem Finger reingehen muss und dann verteilt sich das fast über den ganzen Mund. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön zum Dosieren. Und man hat trotzdem das Gefühl, dass das Ganze super gepeelt wird. Also diese Stiftform finde ich mega. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich werde das Produkt jetzt hier mal runternehmen. Und jetzt dürfte ich samtig weiche Lippen haben. Fühlt sich gleich viel weicher an, aber nicht so super krass ausgetrocknet, weil es auch sehr, sehr zart ist vom Peeling. Es ist nicht so super krass grobkörnig. Das gefällt mir richtig gut. Vor allen Dingen sehr schön handlich, keine Sauerei und danach super schöne weiche Lippen. Was will man mehr? Das finde ich echt cool. Ich beginne als erstes mit diesem Lippenprodukt hier und zwar ist es der Waterdrop Lip Color. Ich habe jetzt hier die Farbe 060. Das ist hier praktisch so ein Stift zum Rausdrehen und es hat eine sehr, sehr interessante Form mit so einer Spitze, so ein bisschen tröpfchenförmig. Was ich eigentlich ganz cool finde, dann kann man hier die Kante auch schön zeichnen. Es ist auch sehr originell, also sowas habe ich auch nicht so oft gesehen. Der Stift gleitet unglaublich schön über die Lippen, sehr, sehr gleichmäßig. Farbabgabe ist auch sehr, sehr schön und intensiv. Das Finish ist so ein bisschen samtig, finde ich sehr schön. So eine Mischung aus matt und glänzend, so ein Zwischending. Die Farbe lässt mich jetzt gerade so ein bisschen noch blasser aussehen. Das ist jetzt nicht unbedingt vorteilhaft für gerade meine Hautfarbe. Vielleicht im Sommer, wenn ich ein bisschen gebräunter bin. Oder vielleicht mit einem dementsprechenden dunkleren Augen-Make-up vielleicht. So gerade im Moment lässt es mich sehr, sehr blass wirken. Hat auf jeden Fall einen schönen, gräulichen Rosé-Stich drin. Von der Textur finde ich es unglaublich schön, weil es so schön über die Lippen gleitet, aber ohne zu matschig zu sein oder ohne zu wässrig, dass es fast ausläuft. Sehr, sehr tolle Textur. Finde ich sehr schön. Und die Form war auch wirklich sehr praktisch. Ich glaube, mit einem sehr coolen Wing oder so würde das dementsprechend ein bisschen cooler aussehen. Dann habe ich als nächstes einen Liquid Lipstick. Der sieht so aus und zwar ist es der Ultra Matte Lip Cream in der Farbe 046. Ein sehr, sehr schönes, knalliges Rot. Perfekt für den Frühling und Sommer. Wow, krasse Farbabgabe. Hui, da muss ich jetzt echt vorsichtig sein. Wow. Unglaublich tolle Farbe. Ich liebe diese Farbe. Das ist so ein schönes, intensives, orangeliches Rot. I love it. Voll farbintensiv, aber der Applikator ist auch super schön. Man kann die Linien sehr gut zeichnen. Ich persönlich würde einfach noch einen Lip Liner verwenden, einfach um vorab schon mal eine Kontur zu ziehen. Dann tue ich mich ein bisschen leichter. Ist aber auch jetzt nicht so super trocken wie so ein Liquid Lipstick, sondern auch eher so samtiger, so ein bisschen mousseartig. Nicht ganz so liquid-mäßig. Sehr, sehr angenehmes Tragegefühl. Den liebe ich über alles. Dann habe ich jetzt noch zwei Wet Shine Lipsticks, so sehen die aus. Und zwar einmal in der Farbe Nummer 30 und einmal in der Farbe Nummer 40. Ich werde jetzt als erstes die Nummer 40 auftragen, die ist ein bisschen heller. Den dunkleren möchte ich dann einfach für meinen Look verwenden, weswegen ich den jetzt hier als erstes auftrage.
Das ist eher jetzt so ein richtig schöner pflegender Lippenstift, schön butterig, aber schöne Farbabgabe, jetzt nicht zu krass intensiv. Aber die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist so ein koralliges, peachiges Rosa. Sehr, sehr schön. Ich liebe diese Farbe auf jeden Fall. Und jetzt trage ich dann die Nummer 30 noch auf. Der bleibt dann eben auf den Lippen für den Look. Und dazu verwende ich jetzt noch diesen Lip Liner, und zwar den Contour & Glide Lip Liner in der Farbe 219. Die benutze ich übrigens selber schon sehr, sehr lange, also in anderen Farben jetzt. Ich habe sehr, sehr viele von diesen Lip Linern zu Hause. Die Farbe habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Die liebe ich einfach, weil sie günstig sind, aber super gut funktionieren, eine schöne Farbabgabe haben. Richtig schön fest bleiben. Also das hilft einfach, dass der Lippenstift nicht weiter ausläuft, zum Beispiel hier über den Rand. Die benutze ich schon seit langem auch sehr, sehr gerne. Ja, auch wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Das geht so in meine Lieblingsfarbrichtung, so ein bisschen Mauve-mäßig. Sehr schön. Also ich liebe die Lippenstifte. Sehr, sehr tolle Produkte. Kann man sich gar nicht entscheiden, oder? Dann machen wir weiter mit dem Augen-Make-up. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Produkte in der Box drin gehabt. Einmal diese kleine süße Eyeshadow-Palette mit sehr, sehr schönen pastelligen Farben. Gefällt mir sehr gut. Und einen Single Eyeshadow, und zwar ist es die Farbe 114. Und der soll so besonders sein, weil der auch einen integrierten Primer enthalten soll. Ja, was die Farbe noch besonders intensiv erscheinen lassen soll, was ich sehr, sehr cool finde. Ich kann mich jetzt fast nicht entscheiden, was ich da jetzt benutzen soll, aber vielleicht schaffe ich es irgendwie, beide Produkte zu verwenden. Ja, also die Pigmentierung ist natürlich jetzt nicht super, super krass. Das kennen wir ja von Trended Up, dass es nicht die krassesten Pigmentierungen sind. Das sind wirklich so pastellige Töne, softe Pigmentierungen. Man kann es bis zu einem gewissen Punkt sogar aufbauen, aber es wird jetzt nicht so super, super krass. Aber das geben die Farben ja an sich auch von Hause schon nicht so her, weil es eben so mehr in die pastellige Richtung geht. Ich glaube, man könnte mit einer weißen Eyeshadow Base dann noch ein bisschen mehr rausholen. Das müsste ich tatsächlich beim nächsten Mal mal ausprobieren, weil ich die Farben sehr, sehr schön finde. Vor allen Dingen der Korallton gefällt mir auch sehr, sehr schön, und dieses Flieder-Lila finde ich auch mega, mega gut. Am schwächsten finde ich jetzt fast das Grün von der Pigmentierung. Da hatte ich jetzt so die größten Probleme beim Aufbauen. Aber ich finde die Farben an sich sehr, sehr schön. Vor allen Dingen der Inner Corner Highlight, das war ja dieser Ton hier, der gefällt mir auch mega gut. Also ich glaube, noch mit einer weißen, klebrigen Base kann man da noch ein bisschen mehr rausholen. Zudem hier, das finde ich jetzt von der Pigmentierung her tatsächlich ein bisschen besser. Ich habe natürlich hier mit einem strengeren Pinsel gearbeitet, aber von der Farbintensität ist das hier auf jeden Fall schon mal intensiver. Also wenn ihr was Intensiveres haben wollt, seid ihr bei den Singles, glaube ich, auf jeden Fall besser dran. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal den Rest fertig und dann gucken wir uns dann den fertigen Look an. So sieht es ein bisschen crazy aus. Übrigens sind die ganzen Töne nicht matt, sondern die haben so einen leichten Schimmer drin. Also jetzt nicht mega glitzerig oder so, aber so einen soften Schimmer. Ich habe jetzt hier für die Augen noch zwei Produkte. Einmal den Dip in Eyeliner und als Mascara die Number One Mascara. Der Eyeliner hat hier so eine Filzstiftspitze, wie ihr sehen könnt. Das ist jetzt von der Aufmachung her jetzt nicht unbedingt mein liebster Eyeliner, also von dem Applikator her. Ich mag es einfach, so Pinselapplikatoren bei mir selber lieber zu verwenden, einfach weil ich da mit meinem Lid einfach besser klarkomme, und ich mag es, wenn es sehr, sehr dünn ist, und dann kann ich das einfach besser dosieren, sage ich mal. Aber wir testen es trotzdem einfach mal aus. Ja, ist jetzt auf jeden Fall nicht der bestgelungenste Eyeliner, sage ich mal. Es ist dicker geworden, als ich es geplant hatte, wie meistens. Das liegt aber, wie gesagt, an diesem Applikator. An sich gibt er schon recht gut Farbe ab, aber durch diese recht feste Spitze habe ich immer das Gefühl, dass ich dieses Produkt dann eher, wenn ich drüber gehe, dann wieder wegwische, also wenn ich mit der Spitze arbeiten will. Ich muss den dann meistens so ein bisschen flach legen, damit ich eben ja die Farbe gleichmäßig auftragen kann, und dadurch wird mir der persönlich einfach ein bisschen zu dick von Haus aus. Deswegen fällt mir das dann auch immer schwer, mit solchen Produkten hier hinten so einen schmalen Wing zu ziehen. Das Problem habe ich einfach bei meinem Lid. Das ist recht faltig und ich ziehe dann die Haut immer mit. Es wird sehr unebenmäßig. Deswegen brauche ich was sehr, 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 sehr Weiches, wenn es um Eyeliner geht. Ansonsten die Farbabgabe ist recht gut und er trocknet auch recht gut runter. Der wird jetzt so matt in die Richtung.
Ich muss dann auch gucken, ob der dann gut hält oder ob der dann anfängt zu verschwimmen, wenn dann das Auge so ein bisschen tränt. Das muss ich dann austesten. Und der ist jetzt nicht super tief schwarz, sondern mehr so, ja, dunkelgrau. Also so mega krass schwarz, farbintensiv ist er jetzt nicht. Was jetzt keine Kritik sein soll oder so, es ist einfach nur eine Feststellung, dass es halt eben nicht super, super krass tief schwarz ist, sondern halt einfach so ein bisschen gräulich wirkt. Das sollte man einfach wissen. So, ich habe den Look jetzt nochmal geschminkt. Ich habe den Eyeliner jetzt mal weggelassen, weil mir der Look mit dem Liner nicht so ganz gefallen hat, weil der jetzt auch nicht unbedingt so gut geworden ist, sage ich mal. Und ich habe jetzt doch jetzt meine Lippenfarbe geändert. Und zwar habe ich jetzt die Nummer 40 genommen von diesen Wet Shine Lipsticks, weil ich glaube, dass diese Farbe tatsächlich doch ein bisschen besser jetzt zu dem Augen-Make-up passt. Dadurch, dass dieser Korallton hier auch mit dabei ist, glaube ich, ja, sieht es ein bisschen runder aus. Also mir hat der Look noch nicht so ganz gefallen, deswegen habe ich das jetzt ein bisschen abgeändert. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit Mascara. Und ich war jetzt kurz überrascht, als ich es geöffnet habe, denn die Mascara ist blau. Aber das hätte ich mir auch denken können, das ist eine blaue Verpackung. Aber ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es eine Waterproof-Mascara ist, weil viele Waterproof-Mascaras eine blaue Verpackung haben. Ja, habe ich mal kurz nicht aufgepasst. Und ja, das ist tatsächlich eine blaue Mascara. Ich habe in meinem Leben noch nie blaue Mascara verwendet und bin jetzt echt gespannt, wie das aussehen wird. Das Bürstchen ist relativ dick. Normalerweise mag ich so kleine Gummibürsten lieber, aber schauen wir mal, ob sie mich überzeugen kann. So, Mascara ist drauf. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ich werde euch hier auch eine Nahaufnahme einblenden, damit ihr das Ganze vielleicht ein bisschen besser erkennen könnt. Ich finde, dass das in Kombination mit dem Augen-Make-up richtig cool wirkt für so eine Party im Jahre 2085 oder einfach so in der Freizeit. Finde ich es mega cool. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für die Arbeit, aber ich finde den Look so cool. Mir gefällt es so sehr. Ich bin total überrascht, dass mir die blaue Mascara so gut gefällt. Ich finde es einfach mega cool. Ich bin auch mit der Bürste erstaunlich gut klargekommen. Also meine Wimpern sind sehr schön verlängert worden. Jetzt nicht unbedingt so krass verdichtet, sage ich jetzt mal. Aber ich habe von Haus aus wirklich sehr schwierige Wimpern. Ich habe jetzt nicht die beste Voraussetzung, sage ich mal. Aber der Look sieht toll aus. Ziemlich cool. Gefällt mir mega. Werde ich auf jeden Fall öfter benutzen. Finde ich echt klasse. Und die ist auch nicht zu feucht oder so, also man kleckert jetzt nicht hier wahnsinnig rum. Ich bin natürlich gespannt, wie das Ganze dann von der Haltbarkeit klappen wird. Ich werde euch im Übrigen natürlich auch das Ganze in die Kommentare schreiben, ob das auch gut gehalten hat über den Tag. Aber so, der Look ist natürlich jetzt mega bunt, sehr, sehr special, aber ich finde ihn mega cool. Ich liebe meinen Look. Und somit wäre mein Make-up mit den Trended Up Produkten auch schon fertig. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu diesen Produkten sagt und wie sie euch so gefallen haben. Ich werde euch übrigens gleich noch ein paar tolle Nagellacke aus der neuen Kollektion zeigen, die so, so, so schön sind, die ich aber jetzt leider nicht auftragen kann. Ich bin auf jeden Fall super happy mit den Produkten. Der Eyeliner ist jetzt, wie gesagt, nicht ganz so mein Fall, aber der Rest hat mir extrem gut gefallen. Vor allem die Lippenstifte top, die Mascara top. Und auch wenn jetzt diese Lidschatten nicht super krass hochpigmentiert sind, finde ich das gar nicht schlimm. Einfach weil ich diesen pastelligen Look tatsächlich sehr, sehr schön finde. Also die werde ich auf jeden Fall weiterhin benutzen. Die Textur ist jetzt auch nicht unbedingt so mein Favorit, weil es sehr, sehr pudrig ist. Also es fliegt sehr, sehr stark rum. Aber der Look, wenn es jetzt hier so drauf ist, finde ich tatsächlich schön. Ja, mega cool. Ich bin total happy. Und dann zeige ich euch jetzt, wie gesagt, noch ein paar tolle Nagellacke aus der Kollektion, die mir von den Farben so gut gefallen. Als erstes möchte ich euch aber das hier noch zeigen. Das war auch in dem Paket und zwar ist es von Ebelin. Das ist der Pre-Paint Cleanser. Reinigt und bereitet den Nagel optimal auf den Nagellackauftrag vor. Finde ich sehr cool. Ich benutze Neonail, wie ihr wisst, an den Händen. Und da benutzt man auch immer einen Nail Cleaner. Und wenn das jetzt eine Drogerie-Alternative ist, finde ich das mega. Ich werde es auf jeden Fall austesten. Und dann habe ich als erstes hier zwei Nagellacke aus der Nail Polish Reihe. Einmal ein wunderschöner Gelbton, einmal so eine Art Duochrome, lila-grünlich. Und zwar einmal die Nummer 173 und einmal die Nummer 174. Und das Ganze soll auch eine sehr gute Deckkraft haben. Und das Ganze soll den Nagel so ein bisschen härten, was ich eigentlich ganz cool finde. Ich freue mich auf den Gelbton, den finde ich mega interessant.
Dann habe ich hier noch zwei Farben aus der Double Volume and Shine Reihe. Einmal die Nummer 368 und die 369. Die sind auch so wunderschön pastellig und passen meiner Meinung nach perfekt zu dieser Palette. Würde jetzt perfekt zu meinem Augen-Make-up passen. Auf die freue ich mich auch total. Und zwar soll das so eine Art Plumping-Gel-Look verleihen. Deswegen auch der Name Double Volume and Shine. Also sehr glänzend auch. Auf die freue ich mich sehr. Ich finde diese Farben so, so, so schön. Und dann hier noch drei Farben aus der UV Power Gel Reihe. Das sind die Farben 182, 183 und 180. Das Ganze funktioniert jetzt nicht mit einer UV-Lampe, auch wenn das der Name vielleicht so ein bisschen suggeriert. Vielleicht ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. Aber das Ganze soll, wenn man das mit dem Topcoat zum Beispiel kombiniert, dann soll es wirklich auch bis zu 7 Tage halten. Also so ungefähr wie ein UV-Lack, also von der Haltbarkeit. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren an den Händen. Ich werde mal versuchen, ob ich das Ganze vielleicht irgendwie kombinieren kann. Ich weiß nicht, ob das mit Nail Nail kombinierbar ist. Aber ansonsten probiere ich es einfach mal so aus und werde mir auch den Topcoat holen, um wirklich zu testen, ob das Ganze 7 Tage hält. Ja, mega coole Farben, richtig bunt, richtig toll. Ich bin mega happy. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder rein. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Bleibt mir auf jeden Fall gesund und bis bald. Ciao, ciao!